Hier. Für 4 bis 6 ordentliche Portionen. Zutaten: eine Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, eine Karotte, eine Selleriestange. 2 EL Olivenöl, 400 Gramm gemischtes Hackfleisch, 2 EL Tomatenmark. 3 EL Rotwein, 1 Gramm. Dose geschälte Tomaten, Salz, Pfeffer, 30 Kubat unbekanntes Zeichen Teer, 25 Gramm Mehl, 500 Milliliter Milch, 1 TL gekörnte Brühe, 300 Gramm Lasagne unbekanntes Zeichen Blätter, 150 Ku Mozzarella, 3 Tomaten, 2 EL Parmesan, Basilikum. Zubereitung: Zwiebel und Knoblauch schälen, fein hacken. Karotte und Sellerie putzen, beides in Würfelchen schneiden. Olivenöl in der Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch andünsten, dann mit Hack unbekanntes Zeichen Fleisch braten. Gemüsewürfel zugeben, kurz mitgaren. Tomatenmark einrühren, Wein und Dosentomaten, mit Saft, zugeben, Tomaten leicht zerdrücken. Salzen, pfeffern. 20 Minuten köcheln lassen. Butter im Topf schmelzen. Bei schwacher Hitze nach und nach Mehl einrühren, unbekanntes Zeichen rühren, Milch zu gießen. Brühe zur Bandkamelsoße geben, 5 Minuten, weiter rührend. Köcheln lassen. Backofen auf 200 Grad vorheizen. 3 EL 13 Kamelsoße in der Form verstreichen, mit Lasagneblättern aus unbekanntes Zeichen legen, einen Teil Hackfleisch darüber verteilen, wieder eine Lage Nudeln, bestrichen mit Kamel und so weiter. Mozzarella und Tomaten in dünne Scheiben schneiden, auf die Lasagne legen, mit Parmesan B unbekanntes Zeichen streuen, 40 bis 50 Minuten backen und mit Basilikum garniert servieren. Pistosuppe mit Bohnen. Ein Topf für 6 Portionen. Zutaten: eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 1 EL Butter, 1 EL Olivenöl, 750 Gramm weiße Bohnen oder eine Dose L 400 Q, 2 Karotten, 5 Tomaten, 2 Zucchini, 3 Kartoffeln, 2 grüne Paprika, 1 Aubergine, 1 Glas Weißwein, 0,6 I Gemüsebrühe, Pfeffer, 1 EL Kräutermix, zum Beispiel Basilikum, Oregano, Majoran, Rosmarin. 2 EL Tomatenmark, 1 TL edelsüßer Paprika, eventuell 1 TL Zitronen- oder Orangenabrieb. Zubereitung: Zwiebel und Knoblauch schälen, klein hacken, in Butter und Olivenöl in einem großen Topf andünsten. Bohnen je nach Bedarf abgießen oder auslösen, alle übrigen Gemüse waschen, putzen, Würfel unbekanntes Zeichen fällen. Das Gemüse in den Topf geben, Weißwein angießen, ein paar Mittwoch unbekanntes Zeichen Nacken köcheln lassen. Die Brühe zugießen, pfeffern, Kräuter einstreu unbekanntes Zeichen N, kochen lassen, bis das Gemüse gar ist. In einer Pfanne das Toma unbekanntes Zeichen Teenmark mit dem Paprikapulver mischen und erhitzen. Wer mag, gibt noch etwas Zitronen- oder Orangenabrieb dazu. Vor dem Servieren, und das darf ruhig erst am nächsten Tag sein. Die Tomatenpaste in die Suppe rühren und nochmal mit Pfeffer abschmecken. Kleine Pistokunde: Unsere Pisto-Suppe ist eine persönliche Interpretation des klassischen Pisto. Die spanische Küche kennt viele Varianten unbekanntes Zeichen Tien des ursprünglichen Gemüseschmorgerichts. Für Pisto manche unbekanntes Zeichen Go werden Gemüse wie Paprika, Zucchini, Aberginen und Gurken mit viel Zwiebeln und Knoblauch geschmort, mit Tart. Glasierte Rübenkrautrippchen. Für 4 Portionen. Zutaten: 6 Schalotten, 1 Daumennagel großes Stück frischer Ingwer, 3 EL Öl. 4 Schweine- oder Kalbsrippchen, etwa 750 Ku, Salz, Pfeffer, 375 ml Gemüsebrühe oder Kalbsfond, 3 EL Rübenkraut, 1 TL mittelscharfer Senf. Zubereitung: Schalotten und Ingwer schälen und klein hacken. Das Öl erhitzen, die Rippchen darin scharf anbraten,
dann die Hitze runterdrehen, Schalotten und Ingwer zugeben, 2 Minuten mitdünsten. Salzen, pfeffern. Mit Brühe bzw. Fond löschen, 20 Minuten. Sanft köcheln lassen. Die Rippchen herausnehmen, mit etwas Rübenkraut einpinseln. Soße einkochen lassen, restliches Rübenkraut und Senf einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Lecker dazu, Kroketten und Ege-Salat. Wussten Sie, dass Honig, Ahornsirup und Zuckerrohr stärker süßen als normaler Zucker und man weniger davon braucht? Erdbeerkäsecreme. Zubereitung: Erdbeeren putzen, 150 Gramm fein würfeln, Rest in Scheiben schneiden. Schoko unbekanntes Zeichen Lade grob hacken. Frischkäse, Pudding und saure Sahne verrühren, Puder zu unbekanntes Zeichen Kker darüber sieben und unterrühren. Gewürfelte Erdbeeren und Schoko unbekanntes Zeichen Lade unterheben. Creme mit Erdbeerscheiben aufschälen. Tschen verteilen und servieren. Dazu passen knusprige Kekse oder Waffeln. Tipp: Sie können die Creme auch als Eis servieren. Dafür Creme in einem flachen Tiefkühlbehälter meint. 6 Stunden gefrieren lassen, dabei regelmäßig umrühren. Servieren, wenn das Eis gerade noch cremig ist. Alternativ ganz durchfrieren lassen und vor dem Servieren ca. 45 bis 60 Minimum im Kühl unbekanntes Zeichen Schrank antauen lassen. Zutaten für 6 Personen: 500 Gramm Erdbeeren, 50 Gramm Belarum-Weiße Erdbeerschokolade, 300 Gramm Pick-Frisch-Fitness-Frischkäse, 300 Gramm Monte-Rafe-Vanille-Pudding, 100 Gramm Milbona-Saure-Sahne, 40 Gramm Puderzucker.